Sendung Report wird Ihnen präsentiert von alpinlift.ch. Und Comro, Digital Print Factory, www.comro.ch. Seit 30 Jahren schlägt sein Herz für amerikanische Autos. Alex Halter hat sein Hobby zum Beruf gemacht. In Giswil führt er seit über 20 Jahren eine ganz spezielle Garage. Offiziell selbstständig bin ich seit 1989. Da bin ich da gekommen und ein paar Autos gehabt irgendwie. Aber ich habe vorher schon sicher 5 Jahre mich dem Hobby gefreut, sage ich mal. Aber ich habe noch einen Job gehabt, am Tag durch und am Abend habe ich das gemacht, früher. Mittlerweile sind ein paar Autos und 4 Mitarbeiter dazugekommen. Also in der Tiefgarage hat es jetzt einfach 34 Autoplatz. Mehr gar nicht rein, aber eigentlich sollte ich mehr rein. Aber hier auf dem Areal stehen sicher, also mit denen hier unten, vielleicht sicher 100 Fahrzeuge. Amerikaner da. Ja. Wir haben die alten eigentlich, die wir machen. Wir machen aber auch neue, neuere. Die meisten Kunden von uns haben Muscle Cars. Oder das ist also oder ein 50er-Jahre-Auto. Und das ist natürlich, eine Garage zu finden, die auch repariert ist, natürlich schwieriger, weder, wenn man jetzt einen Opel hat oder einen BMW. Oder wir schauen natürlich, dass wir möglichst viele Leute können ansprechen von der Schweiz, dass die hier kommen. Weil wir sind relativ flexibel, weil wir auch mehrere Leute sind. Und die Leute haben das sicher auch gemerkt und die kommen über Jahre. Wir haben wirklich Stammkunden, die kommen von Basel, Bern, Zürich, Lausanne, Genf, Tessin, Wallis, überall irgendwie. Oder eben auch aus der Zentralschweiz, wie der Oski Portmann, ein langjähriger Kumpel von Alex. Ja, ich komme schon über 10 Jahre schon hier hin. Hat das Auto auch gesehen. Hat nicht gut ausgesehen, aber wir haben es einen schönen Zweck gemacht. Hat etwas gekostet, aber es ist traumhaft schön. Und da ist er natürlich total spezialisiert. Mit Herz und Seele ist er dabei und das liebe ich. Was ist denn so speziell an diesen Amerikanern? Ja, das ist schon speziell. Und der Sound und die Maschine läuft. Braucht natürlich auch ein bisschen Benzin, das ist klar. Aber das muss man annehmen. Parat gemacht oder repariert werden die Autos in der Werkstatt der ACP Garage. Die 3 Mitarbeiter gehören alle zwischen 10 und 14 Jahren mit zum Team. Auch sie haben sich mit dem American Cars Virus infiziert. Es ist ein richtiges Mechen hier und nicht irgendwie nur Teile wechseln und ja, Hochelektronisches, ja, was nicht so Spass macht. Das Faszinierende ist die Technik, die Alttechnik, oder, wo man noch nicht wie bei den heutigen neuen Autos alles elektronisch ist. Da ist richtig noch mechanisch und da kannst du richtig noch wüten, oder? Fahrt man dann privat auch so ein Auto? Ja, fahrt man auch, ja, muss man fast. Ist eine Sucht? Ist eine Sucht, ja. Ja. Es sind Leute, die sich abheben wollen von der Massen, oder? Und das kann man mit so einem Auto machen. Da kann man etwas daran machen, man kann es spritzen, wenn man will. Man kann andere Felgen anmachen. Man kann es individuell nach seinem eigenen Gedünken gestalten, sage ich ja. Und das ist auch erlaubt, alles, was hier rumfährt? Wir machen alles nur erlaubte Sachen und andere Sachen. Für Racing ist natürlich wieder etwas anderes, oder? Ami-Schlitten sind aber schon lange keine reine Männerdomäne mehr.
Das beste Beispiel ist Sandy, Alex seine Lebenspartnerin und langjährige Mitarbeiterin von der ACP Garage. Wenn man als Frau auch gerne Autos hat, oder, dann ist das natürlich cool da. Und es gibt leider eben ein bisschen zu wenig, finde ich jetzt. Und ich habe auch immer Freude, dass wenn jemand in der Kundschaft ist, eine Frau, die mit so einem Muscle Car herkommt oder mit Pickup oder egal was, es macht Spass. Ich sage immer, ja, cool, Frauenpower. Ja, Frauen sollten das auch Auto fahren. Darum ist Sandy natürlich selber auch nur noch mit American Cars unterwegs. Ja, das ist ein Virus, der einen packt. Das ist, sobald man reinhockt und das Auto anlässt, und dann hört man das Geräusch und macht so. Oder das ist so, das ist wie ein Psychiater, sage ich immer. Also ich sitze drin, fahre rum, steige aus und bin erleichtert. Alle Sorgen weg. Die schönsten Momente für Alex Halter sind die, wenn er die Amerikaner testen kann, bevor sie dann zum Kunden gehen. Oder wenn er einfach mit seinem aktuellen Lieblingsschlitten ein Türchen drehen kann. Wie jetzt mit dem Dodge Custom 880. Ja, das war ein Zufall. Ich habe Automech gelernt und hatte einfach normale Autos, Anführungszeichen. Und eigentlich war das die Zeit, wo die Amerikaner nicht beliebt waren, weil es ja eine Benzinkrise war, 1975. So. Und dann wollte ich mein Auto verkaufen, weil ich viel Rost gehabt und so, aber es hat mir niemand etwas dafür. Und ein Händler hat mir gesagt, ich gebe dir kein Geld, aber kannst du auch hinten nehmen. Und das war das ein Oldsmobil von 1975, eigentlich nichts Besonderes, eine viertürige Limousine. Und ich dachte, jetzt gibt es mir so ein grosses Auto für das, was ich hatte. Und seitdem fahre ich Amerikaner. Es ist einfach eine Lebenseinstellung vielleicht oder es ist einfach etwas anderes, oder? Du hörst selber, oder? Der Ton, es ist kein Hightech da. Werkstatt direkt hinter die Bartheke. Jeden Freitag wird auf dem ACP-Garageareal zusätzlich das Nachtleben eingeläutet. Eine Abwechslung, die Sandy und Alex geniessen. Ja, das ist total etwas anderes. Das ist eigentlich das, was Alex und ich uns immer gewünscht haben, mal einen eigenen Club zu haben, der ein bisschen düster ist und wo Gäste können zu uns kommen, wo sich wohlfühlen. Und das haben wir irgendwie, das haben wir erreicht. Ja. Ja, es ist vielleicht eine Abwechslung vom Alltag. Das ist wieder eine andere Sache hier drin, oder? Wieder am Montag geht es wieder hier los und am Wochenende ist da. Man ist froh, wenn es wieder Freitag ist. Man ist aber froh, wenn es wieder vorbei ist. Und dann freut man sich auf das nächste Mal. Der Sendungreport ist Ihnen präsentiert worden von alpinlift.ch. Und Comro, Digital Print Factory, www.comro.ch.